Black Sakura Neocaridina Davidi. Eine tiefschwarze Garnele. Die Black Sakura ist noch gar nicht so lange in der Aquaristik anzutreffen. Alle Garnelenliebhaber haben sie sich gewünscht. Die Black Sakura Garnele gehört zur Art Neocaridina Davidi und ist damit eine Farbvariante der Algengarnele. Sie zeichnet sich durch eine tiefschwarze deckende Färbung aus. Auf hellem Untergrund kommen die Tiere gut zur Geltung. Auf dunklem Untergrund gehen sie optisch ein wenig unter. Sie werden bis zu 3 cm groß, wobei die Weibchen etwas größer werden als die Männchen. Grundsätzlich ist die Black Sakura Garnele eine sehr anspruchslose Garnelenart. Die Wildform lebt in der Natur in sehr unterschiedlichem Wasser und ist sehr anpassungsfähig. Gut bepflanzte Aquarien werden dennoch bevorzugt, weil die Tiere besonders in Moosen und anderen feinfiedrigen Pflanzen ausreichend Versteckmöglichkeiten sowie Mulm und Aufwuchs zum Fressen finden. Sie hat eine Alterserwartung bei richtiger Haltung von 18 bis 24 Monaten. Black Sakura Garnelen sind Resteverwerter und Allesfresser, die praktisch jedes Futter gerne annehmen. Eine abwechslungsreiche Fütterung ist wichtig. Proteine sollten in Form eines geeigneten Proteinfutters zweimal pro Woche gegeben werden. Ansonsten wird insbesondere pflanzliches Futter gern gefressen. Braunes Herbstlaub ist in einem wirbellosen Aquarium mit Black Sakura Garnelen fast schon Pflicht. Black Sakura Garnelen sind sehr friedlich und lassen sich gut mit anderen Zwerggarnelen vergesellschaften, vorausgesetzt, die Ansprüche an die Wasserwerte passen zusammen. Mit anderen Garnelen der Gattung Neocaridina kann sich die Black Sakura Garnele kreuzen. Der Nachwuchs ist dann nicht mehr erbfest. Eine Kreuzungstabelle, wer sich mit wem untereinander paart, finden Sie auf www.garnelio.de. Ein Startbesatz von 10 bis 20 Tieren sorgt dafür, dass sich die Black Sakura Garnelen gut eingewöhnen. In der Gruppe haben die Tiere deutlich weniger Stress. Auch mit Fischen lassen sich unsere schwarzen Zwerggarnelen gut zusammenhalten, vorausgesetzt, diese sind friedlich und nicht zu hektisch. Hier sollten aber ausreichend Versteckmöglichkeiten in Form von dichten Pflanzen und Moosen vorhanden sein. Auch mit Krebsen, Schnecken und Muscheln lassen sich Black Sakura Garnelen gut vergesellschaften. Die Zucht der Tiere verläuft ohne jegliches Zutun des Menschen. Da sie nicht besonders anspruchsvoll sind, kann auch ein Aquarienanfänger diese erfolgreich vermehren. Die Eier werden im Nackenbereich vorproduziert, bevor sie in die Bauchtaschen gepresst werden. Nach einer Tragezeit von 3 bis 4 Wochen entlassen die Weibchen zwischen 20 und 40 vollständig entwickelte Jungtiere. Will man seinen Stamm farbfest erhalten, empfiehlt es sich, schwächer gefärbte Tiere auszuselektieren. Dafür eignet sich ein zweites Aquarium sehr gut, um die schwach gefärbten Tiere dort unterzubringen. Unsere Pflanzenempfehlung: Verwenden Sie für die Bepflanzung Natureholic In Vitros. Diese sind frei von Schnecken, Planarien und sonstigen unerwünschten Mitbewohnern. Ebenso frei von Algensporen, Bakterien und Pilzen. Weitere Informationen über die Black Sakura und Zubehör finden Sie auf www.garnelio.de.